Herzlich willkommen zurück zu Blood Bowl 2 mit Arezu. Ich bin Arezu und wir haben ein K.O. Das heißt, wir gehen mit zwei Leuten Unterzahl ins Spiel. Gegen Askir und seine schrecklich netten Vampire. Askir ist jetzt gerade nicht da, also im TS ist er sowieso nicht, weil ich da vergessen habe, überhaupt nachzufragen. Aber er ist auch im WC. So. Ich glaube, es gab sogar zwei Double Skulls, aber einen habe ich weggewürfelt. Weggewürfelt. Also. Bisher läuft alles nach Plan. Quasi. Wir wollen ein 1:0 hinkriegen. Und ja, das 0 haben wir schon mal in seiner Angriffshalbzeit. Und jetzt müssen wir nur noch irgendwie den Ball auf diese Linie da kriegen. Oder auf diese. Irgendwie rutsche ich immer ab, wenn ich im rechten Bildschirmseiten bin. Ja, auf der rechten Bildschirmseite. Ach Gott. Ich brauche Schlaf. Jetzt. Okay, stelle dein Team auf. Das machen wir doch glatt. Du gehst dorthin. Ozymandias geht damit hin. Die beiden bleiben hier. Wo ist Banner? Schicken wir hier hin. Und weil wir gerade keine anderen Läufer haben, geben wir Lex Luthor hier die Chance, als Verlängerung zu arbeiten. War schon immer sein Traumjob. Und los geht's. Mal sehen, wie der Ball fliegt. Oh. Okay, das läuft bisher gut. So. Wir nutzen das schamlos aus. Du gehst bitte aus dem Weg. Danke sehr. Wir bleiben hier. Bam. Leider nichts Schlimmes passiert. Das hat aber auch direkt seine, also zwei seiner Vampire ausgenockt. Das ist natürlich sehr ungünstig für ihn. Da haben wir einen Go for it. Das nehmen wir wohl mit. Okay, wunderbar. Und ja, Tyrion senden wir erstmal hier hin. Mit einem Würfel, aber wir haben die besseren Chancen durch Block. Und wir machen Wiederholungswurf. Und damit liegt auch der dritte Vampir. Wenn auch nicht ganz so lange wie gehofft. So. Irgendwas von Fame fehlgeschlagen, Moment. Das ist komisch, bei dir haben auch eine 2, ein, haben auch 2 eine 1 gewürfelt und da steht auch Fame fehlgeschlagen. Ja.
Wir können noch nicht direkt ans Ziel laufen. Aber bald. Am liebsten würde ich ja noch ein bisschen rauszögern. Aber so sicher bin ich mir dann auch nicht. Wäre aber schon mal schön, so einen schönen Sieg zu haben hier. Und dass hier die ganze Seite gelähmt wird, ist natürlich wirklich heftig. Okay, da kommt er tatsächlich durch. Und da nicht. Also, er kann wegschieben, aber das war's. Und hier kann er noch blitzen, wenn er möchte. Und hätte sogar die zwei Würfel gegen Barbara Gordon. Und muss rerollen. Und kann sie umwerfen. Unschön. Und okay, alles gut. Wir können uns da sogar ranstellen und direkt nochmal angreifen. Mit wem stellen wir uns dann ran? Was? Willst du das riskieren, nachdem du eben schon dein Viol verloren hast? Villa! Okay. Oh Gott, die stehen auf. Die Untoten stehen bald wieder auf. Okay. Kommt nicht ran, kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Kommt nicht ran. Das heißt, der da wäre das große Problem. Und ich glaube, so ist auch kein großes Problem mehr. Gut. Ja, der hier noch. Aber ich denke, den können wir auch problemisieren. So. Und ja, nehmen wir. Kein Problem mehr. Das da ist ein Vampir. Das hier ist einer. Ich faule ja nicht wirklich gerne. Aber in diesem Falle, das sind eben wirklich gefährliche Gegner hier. Die Vampire. Nicht die Swalls, aber die Vampire. Und ups. Da fault man einmal. Okay, dann müssen wir auf jeden Fall jetzt das Tor machen. Das ging nach hinten los. Das schreibe ich auch. Das ging nach hinten los. Das Schöne ist, Felicity Smoke bekommt jetzt ihren Level up. Das heißt, sie ist ab dem nächsten Spiel höchstwahrscheinlich auch Plotcher. Es sei denn, sie bekommt irgendwas außer der Norm durch den Pasch oder so. Das werden wir dann natürlich nach dem Spiel sehen. Nach der Halbzeit.
Na, das wirst du doch wohl nicht tun. Oder wirst du? Wir sind gespannt, ob er wird oder nicht. Und wir bleiben gespannt. Lex Luthor hat sich die ganze Halbzeit noch nicht bewegt. Steht da rum wie angewurzelt. Wartet darauf, dass Superman vorbeikommt. Okay, das ist unnett und bringt nicht mal was. Gut, ich nehme an, hier wird er noch den Einwürfeblock probieren, obwohl das nicht so erfolgsversprechend wäre. Ja, okay, da baut er im Prinzip noch ein klein bisschen Druck auf. Ich hoffe, dass einfach, wer ist es? Jason Solo. Der wahre Erstgeborene. Na, ja, obwohl Erstgeboren ist schwierig zu sagen, wegen Jaina natürlich. Kein Blutrünstig. Will auch nur noch ein bisschen Druck aufbauen, wie es aussieht. Ah ne, will ich hier zuhauen. Okay. Mit zwei Würfeln hat er natürlich eine... Ah ne, okay, er will vorbeilaufen. Ah. Das geht natürlich. Allerdings werde ich hier einfach vorbeilaufen. Ich meine, zwei Einsen hintereinander. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit dafür? Dann ist es 17% und nochmal 17, glaube ich. Wenig. Level up. Sehr schön. Nee, Daumen hoch und so. Ist gut. Hast was Gutes gemacht. Ja, beide Reisende sind draußen. So, das mussten wir auch noch mal schnell ansagen, damit es nicht untergeht. Also beim letzten Mal konnten wir es gut konnten wir hier gut rumverzögern. Gut, Luthor geht hier hin. Muss jetzt auch langsam mal arbeiten. So. Ja. Snacken zwischendurch ist wichtig. Ich weiß nicht, ob das so gesund ist, während des Sports zu essen. Das liegt sicher nicht gut im Magen. So, wie viele Runden müssen wir denn rauszögern? 6 Runden. Na. Jetzt hätte ich wirklich sehr gerne Kick.
Ja, okay, das können wir riskieren. Und Randale. Oh oh, das ist nicht gut für uns. Zusatzzüge mag ich nicht. Jedenfalls nicht jetzt. Die können manchmal ganz gut sein, aber jetzt sind sie doof. Jetzt hat er fast einen vollen Zugzeit. Also fast eine volle Halbzeit. Und das war beim letzten Mal schon relativ knapp. Au. Aber er hat jetzt nur noch zwei Rebolts, das ist schon mal gut. Andererseits habe ich auch nur noch zwei. Da kommt der Blutrünstige angelaufen und muss auch einen 2 aussaugen wieder. Los, komm. Trau dich ran. Aua. Bitte tu ihm nichts, das ist mein letzter Läufer. Folgen würde auf jeden Fall nicht. Au. Und wir können da ohne Probleme wieder loslaufen. Wieder nur gelähmt. Die lassen sich irgendwie nicht verletzen. Was mir nicht so gefällt. Oh, diesmal können wir ihn rauswerfen. Oh, nee, doch nicht. Ich hab's schon in der ersten Halbzeit gesagt, müde. Ich mach dauernd Denkfehler dann, wenn ich müde bin. Au, 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 au. Nur eine Lähmung. Alles gut. Stellt da noch mehr Leute hin, damit ich nicht an den Ball komme. An den Ballträger, wenn er jetzt gleich aufsammelt. Ah, er testet wieder erst aus. Oh, er baut hier schon mal einen Käfig auf, okay. Und sammelt er den Ball? Müsste 2 Go-Forts machen. Und aua. Au. 2 Leute gelähmt. Und wir haben schon 2 Leute weniger. Nicht so schön. Da fliegt der Ball wieder rum. Wie wollt er das? Bitte, wie wollt das? Ah, schade. Kommen wir da hin mit Go-Foils? Nee. Wir können uns ranstellen mit Go-Foils. Nee, machen wir mal jetzt nicht. So, dann haben wir hier noch einen Würfel, falls wir ein zweites Mal rollen müssen. Müssen wir aber gar nicht. Sehr gut. Okay, dann... Du gehst dorthin. So, dann holen wir hier noch ein paar Leute nach. Klein bisschen Familiennachzug betreiben. Oh, nein, ich will nicht meine Leute blitzen.
Okay, haben wir irgendjemanden vergessen? Nein, haben wir nicht. Kam mir nur irgendwie so wenig vor. Ah, was machst du? Sammelst du den Ball auf und lässt ihn fallen, bitte? Direkt als erstes, damit ich ihn nochmal hier wegkriegen kann. Ich will nicht mal einen weiteren Touchdown machen. Ich will bloß den Ball weit von meiner Touchdown-Linie entfernt wissen. Oh, er bereitet hier einen Cage vor. Er will sich ein bisschen ranhalten. Hoffen wir mal, dass Snuffle da was gegen hat. Ich an seiner Stelle wird er den Dings da wieder benutzen, den Vampir. Hat beim letzten Mal ganz gut geklappt. Dagegen konnte ich nicht wirklich viel machen. Ja, macht das. Da steht er dann gut. Blutrünstig, ja, er will den Ball wieder rübergeben an den Vampir. Das ist nicht so schön, wenn es klappt. Und da würde er dann wahrscheinlich auch den Bügel für benutzen, wenn es nicht hinhaut. Blödsinn im Namen der SSP, okay. Will ich sehen. Mache ich ja recht selten. Ich mache einfach nur so Blödsinn, aber nicht um SSP zu bekommen. Ah, okay, er hat den Ball aufgehoben bekommen und er wird ein Passspiel machen. Das ist aber kein Blödsinn. Okay, wir können hier mal einen einbrechen. Okay, bitte nicht umwerfen lassen. Wir brauchen dich gleich noch. Sehr gut. Und will der aufstehen? Nee, will er nicht. Okay. Da brauchen wir schon Go for it. Aber nicht, wenn der Weg hier frei ist. Oh, dann brauchen wir auf einmal zu. Das heißt, warum brauchen wir da immer noch einen Go-Fight-Moment? Achso, weil er das Ausweichen nicht will. Schon irgendwie verständlich.
So, hier nehmen wir aber gezielt das Ausweichen, weil er das holen kann. So. Dann stellen wir uns noch hier hin. Und ups. Da lief irgendwas falsch. Da lief was ganz gewaltig falsch. Stimmt, deswegen wollten wir ja. Ach Gott. Ja. Man sollte sich auf jeden Fall an den Plan halten, den man sich zurechtlegt. Und nicht einfach mittendrin den Plan vergessen und improvisieren. Das ist der falsche Ansatz. Okay, jetzt kann er im Prinzip frei durchlaufen. Hier hat er noch Felicity Smoke, aber da kommt er gut vorbei. Das heißt, ich bräuchte jetzt ein bisschen Glück, um da durchzukommen. Nuffel? Jetzt wäre der Augenblick gekommen, richtig tief in die Trickschublade zu greifen. Richtig tief. Ansonsten. Ja, in dem Zug ein bisschen nach vorne, dann Zug 13 wird er den Touchdown machen. Bei mir kommt jetzt 13, das heißt, ja, zwischen Zug 14 und 16 müsste ich dann den neuen Touchdown machen. Das wird kompliziert. Was natürlich auch helfen würde, wäre, wenn er jetzt einfach zu vorsichtig ist. Und generell deswegen nicht nach vorne geht, wo er nach vorne gehen kann. Aber es sieht aus, als würde er den Angriff vorbereiten. Ja, da legt er den Käfig ein Stück nach vorne. Nicht so weit, wie ich es getan hätte, wie ich es an seiner Stelle getan hätte, aber er rückt vor. Das war ein dämlicher Fehler. Dafür geht dann auch noch ein Reroll drauf. Nicht blutrünstig, schade. Ja, okay, das gefällt mir. Da geht ein Reroll weg und der Reroll bleibt wirkungslos. Au! Und was ist es? Ja, okay, Apotheker verpasst das nächste Match, meinetwegen. So, okay. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir brauchen hier einen weiteren dran, damit wir da was machen können. Der müsste weg sein. Wir haben hier eine Person zu wenig.
Hehe. Läuft nicht so gut, deswegen machen wir das lieber nicht. Das würde ja auch nichts bringen. Da kommen wir einfach nicht nah genug ran. Okay, nehmen wir an, der wäre nicht da. So. Hier lang, hier lang. Ja, okay, ich sagte, wir nehmen an, dass der nicht da ist. Gut, dann. Zack. Okay, wenn er nicht da wäre, wäre es schön. Okay, wir versuchen uns hier hinzustellen. Aber. Aua. Okay, das lief nicht gut. Der Plan war, mich hier hinstellen, mit dem Einwürfelblock durchzukommen und dann die beiden ranzuholen, um mit dem Einwürfelblock den Ballträger anzugreifen. Ja, wir kriegen hier nur ein 1-0 hin. Er kann jetzt so ohne Probleme herauszögern und er wird nicht auf das 2-1 zielen. Auf keinen Fall. Und in dem Zug wird er jetzt eben auch noch nicht beenden, weil er nicht kann. Das heißt, wir hätten dann ja, nur noch die Chance auf einen 2-Zug-Touchdown. Und die Dinger kriege ich sehr selten hin. Und ich habe Schlimmeres falsch geschrieben, da müsste ein großes S bei sein. Ich sollte mir ein Beispiel an Aski nehmen und die Züge sorgfältiger durchplanen und naja, durchführen vor allen Dingen. Die Pläne sind ja oft gut, aber dann mache ich irgendwas Dämliches, wie zum Beispiel jetzt so vorhin, als ich dann mit der Hexenkriegerin angegriffen habe, mit Batgirl hier, obwohl ich das gar nicht hätte tun sollen und auch gar nicht wirklich tun wollte. Also zu dem Zeitpunkt schon. Ist nicht so, dass ich mich verklickt hätte. Hab mich nur eben verspielt. Verdacht. Kein Blutrünstig. Das hätte uns jetzt auch nochmal massiv geholfen. Könnten wir eventuell genug Leute ranstellen, um es doch nochmal zu versuchen? Wir hätten Barbara Gordon und Sherlock Holmes. So, wir müssten ausweichen. Und jetzt noch ein Stück weiterlaufen. Aber es wäre eventuell machbar. Eventuell. Wenn es machbar ist, dann ist es das Risiko wert. Weil es die einzige Chance ist, die wir noch haben, auf dem. Naja, darauf das Unentschieden jetzt erstmal zu verhindern. Okay, das ist kein großes Problem, solange sie nicht gelähmt wird. Aua. Gut, jetzt kommen wir hier natürlich auch nicht durch, weil alles blockiert ist. Hier kommen wir nicht weit genug, nah genug ran. Mit Go for it, eventuell. Sieht schwierig aus. Sieht schlecht aus. Aber er sieht das auch. Ja, die einzige Chance, die wir jetzt hätten, wäre mit einem 2-Würfel-Roll
obwohl nach einem wirklich schwierigen Ausweichen. Und der bleibt auch einfach nur gelähmt. Oh, jetzt sehen wir, wie einer rausfliegt. Allerdings auch nicht lange. Aua. Na los, beiß den Zuschauer. Beiß den Zuschauer. Warum beißt er nicht den Zuschauer? Hat der nicht? Achso, das Blutrünstig wurde gereholt. Aha, okay. Das ist natürlich eine Sache, die man machen kann. Da haben wir schon das Go for it drin. Ja, dann nehmen wir auf jeden Fall den Versuch hier. Au. Warum liegen da so viele Elfen auf dem Boden? Jetzt kann er theoretisch noch einen Zug rauszögern und ich würde es an seiner Stelle tun. Ja, er tut's auch. Sonst würde er sich da nicht noch umpositionieren. Was bedeutet, ich habe nochmal die Möglichkeit, es mit Felicity Smoke gleich zu versuchen. Das wär's. Hier durchaus weichen mit den zwei Würfeln. Naja, entweder ein perfektes Ergebnis mit Pause. Oder auch zweimal die Dings das, die Schieber, damit wir den rausschieben können. Wirklich wahrscheinlich ist es nicht, aber man kann träumen, ne? Vor allen Dingen hier haben wir nur das 33 dann, das ist ungünstig. Also die 33% Chance. Und er kann hier noch ein bisschen Zuer machen, theoretisch. Wenn er den hier hinbringen würde, hätte ich so gut wie keine Chance durchzukommen. Ja, so geht's auch. Es sei denn, wir brechen hier durch. Was auch möglich ist. Wir stehen hier auf. Dann können wir mit Felicity Smoke mit einem Würfel angreifen. Dann kann Barbara Gordon durchlaufen. In der Theorie. Dann müssen wir natürlich noch Ozymandias mit ranstellen. Okay, dann stellen wir eben Tony Stark mit dran. Geht auch. Muss der denn alles so kompliziert machen gerade? Und? Ja, stellt sich noch ein bisschen mehr hier in den Weg. Er muss offenbar. Muss unbedingt das so kompliziert machen. Und jetzt haben wir... Ja, hier eine 4. Eine 17%. Oh, okay. Gut. Jetzt ist wieder besser. Bisschen. Also nicht wirklich gut, aber besser. Okay, du stehst bitte auf.
Du gehst bitte dahin. Du gehst einfach hierhin, damit es später ein bisschen schwieriger wird, Tyrion und Lannister umzuwerfen. So. Ja, okay. Nummer 1 hat geklappt. Du stehst auf, dass es schwieriger wird, sie umzuwerfen. Und los. Aua. Nein! Oh Gott! Und ich habe gerade Geld ausgegeben, um einen neuen Blitzer zu holen. Ist natürlich ein bisschen gemein, jetzt direkt über den Ersatz nachzudenken, aber muss ich. Ja. Gibt schönere Runden. Selbst wenn wir jetzt nur 2 zu 0 in Führung stehen würden und er keine Chance hätte auf den Sieg, würde ich das jetzt sagen. Denn das ist verdammt doof. Das war meine beste Spielerin. Ich meine, okay, Felicity Smoke kann sie direkt ablösen als beste Spielerin. Aber das ist trotzdem nicht das, was ich will. Gar nicht. Er zögert noch ein bisschen raus, okay. Und eine Apotheke habe ich vorhin natürlich verschwendet. Aber wer rechnet denn mit so vielen Rüstungsbrechern? Besonders wenn bei ihm gar keine kommen. Also außer durch Spezialevents. Hier können wir das nicht wirklich reduzieren. Au. Tja, schon wieder ein Unentschieden. Bin leicht angesäuert. Ja, da stimme ich zu. Die Blockwürfe waren bei mir besser, aber die Rüstungswürfe.
Vor allen Dingen hat er nicht so dämliche Fehler gemacht wie vorhin ich mit der mit dem Angriff mit der Hexenkriegerin. Das hier am Ende sehe ich nicht mal als Fehler. Ich meine, klar, es ist wieder alle Chancen gewesen. Aber es war eine Möglichkeit, dass ich den Apotheker zu früh benutzt habe. Das könnte man noch als Fehler sehen. Ja, okay, das GZ konnte ich da nicht mehr senden. Zwergenschierlieder. Hä? Beim Vampir-Team. Okay. In Blood Bowl 1 war es wohl noch so, dass man für jedes Team wirklich ein kulturspezifisches Schierlieder-Team hatte. Okay, immerhin bekommen wir eine 5, das ist gut. Tja, nein, danke. Nein, danke. Jason Solo, okay, das ist gut. Statistik. Ja, die hatten 75% Beibesitz. Ach, wir gehen es jetzt nicht groß durch. SSP. Ja, Felicity Smoke hat 3 bekommen, ist auch notwendig. Sie muss jetzt Barbara Gordon ersetzen. Bruce Banner 1 durch Pass, Jason Solo durch MVP. Und auf der anderen Seite haben wir 13. Ja, Touchdown, 2 Verletzungen. Und ein Pass, ja. Würfelwürfe. Schrecklich nette Vampire, wir wollen Rüstung sehen. Ja, die ganzen Fehlschläge sind ja bei sich selbst dann gewesen. Die bei mir. Ja. Oh, Moment. Ne, das wäre bei. Hier, Verletzung. Ja. 7 fehlgeschlagen. 0. Und bei mir. Wo ist es? Ja, okay, 25%. Aber 25% Verletzung ist natürlich auch recht viel. Ich weiß nicht, wie viel es sein sollte. Todesfall, 80%, yay. Okay, ja, Endergebnis ist richtig. Nicht zufriedenstellend, aber richtig. So. Spielerliste. Wir haben ein Level-Up. Felicity Smoke. Und nichts Spektakuläres, sie bekommt Blocken. Und wir gucken mal, 120 reicht das? Ja, okay. Ich muss noch einen Namen aussuchen und dann haben wir im nächsten Spiel wieder zwei Hexenkriegerinnen. Okay, gut. Also, ich hoffe, es hat gefallen. Mir hat es gefallen, bis mir da irgendwie ein Dämpfer versetzt wurde. Ja. Also, wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin, lebt wohl, hinterlasst Kommentare und adios.